Herr Börnsen, Sie sind heute mit dem Rücktritt von Bundespräsident Köhler vorübergehend, zumindest für die nächsten 30 Tage. Nehmen Sie die Aufgaben des Bundespräsidenten wahr. Wie haben Sie denn auf seinen Rücktritt reagiert? Der Bundespräsident hat mich heute Mittag telefonisch informiert. Er hat mich über die Gründe seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Er ist der Überzeugung, dass er angesichts der öffentlichen Interpretationen seiner in einem Rundfunkinterview gemachten Äußerungen zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan dieses Amt aufgeben müsse. Ich war, wie wir alle, überrascht. Ich bin betroffen über diese Entscheidung, habe ihm natürlich auch gesagt, dass ich mit Respekt diese Entscheidung zur Kenntnis nehme. Als Bremer Bürgermeister habe ich hinzugefügt, dass mir sehr bewusst ist und ich auch dankbar dafür bin, mit welcher Sympathie er der Freien Hansestadt Bremen begegnet ist. Eine Sympathie, die er in vielen Besuchen in Bremen und Bremerhaven gezeigt hat. Wie geht es jetzt konkret weiter? Was sind die nächsten Schritte? Haben Sie einen speziellen Ablauf, den Sie jetzt einhalten werden? Mit wem müssen Sie reden? Wie ist das weitere Prozedere? Das Grundgesetz gibt genaue Regeln, was in einem solchen Fall geschieht. Das Grundgesetz sagt, wenn der Bundespräsident verhindert ist oder wenn seine Amtszeit vorzeitig endet, wie es jetzt der Fall ist, dann übernimmt die Befugnisse des Bundespräsidenten der Präsident des Bundesrates. Innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung der Amtszeit des Bundespräsidenten muss die Bundesversammlung zusammentreten, Gremium aus den Bundestagsabgeordneten und aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern aus den Landesparlamenten und muss einen Nachfolger wählen. Und sodass jetzt 30 Tage an Vertretung des Bundesratspräsidenten für den Bundespräsidenten auf uns zukommen.